Mein Name ist Jan Falkenberg, ich bin hier Mitarbeiter noch am Lehrstuhl Softwaretechnologie und wir beschäftigen uns hier primär mit selbstadaptiven Systemen. Meine Spezialisierung ist so ein bisschen cyberphysikalische Systeme und wie man dafür Software am besten entwickelt. Mein Name ist Christian Pichnik, ich habe hier am Lehrstuhl Softwaretechnologie promoviert und bin gerade dabei abzugeben und wir haben mit den Dingen, die wir in den letzten Jahren geforscht haben, jetzt hier unsere eigene Firma gegründet. Unser Ansatz, um die Komplexität bei der Programmierung von Industrierobotern zu senken, ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, Robotern die Aufgabe zu zeigen und Roboter lernen von den menschlichen Aktionen, wie Automatisierungsprozesse funktionieren. Heutzutage ist die Programmierung von Robotern in industriellen Anwendungen ein sehr komplexer, langwieriger Prozess, der sehr, sehr viel Geld kostet. Wir vereinfachen das deutlich, indem wir intelligente Kleidung, das heißt Kleidung mit Sensoren und Aktoren bestückt, dazu einsetzen, Roboter durch Vormachen und Nachmachen zu teachen und ermöglichen so im Grunde Nicht-Programmierern, Roboter zu programmieren. Im Prinzip hat eigentlich alles so ein bisschen als Hobby angefangen. Das heißt, wir haben im ersten Schritt das alles mehr oder weniger nach Feierabend und am Wochenende aus Spaß gemacht. Wir durften das dann auf der Hannover-Messe ausstellen, was für uns schon eine ziemlich coole Sache war. Und dabei hatten wir quasi sehr, 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 sehr viel Zulauf von der Industrie, die gesagt haben, genau sowas bräuchten wir, um vor allen Dingen bei flexibleren Arbeitsschritten es ermöglichen, unseren Mitarbeitern schnell Roboter umzulernen. Wir werden ja verrückt, wenn wir da nicht eine Firma draus machen würden. Wir stehen ja gerade vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Der Fokus bei uns liegt auf Industrierobotern und die werden im Wesentlichen eingesetzt, um höhere Stückzahlen zu ermöglichen, den Arbeitsplatz sicherer zu machen und Menschen dabei zu unterstützen. Mit steigenden Rentenalter natürlich irgendwie gerade älteren Arbeitnehmern irgendwie die Möglichkeit gegeben werden, ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Wir wollen aber dann vor allen Dingen auch perspektivisch kleine und mittlere Unternehmen ansprechen, die ja genau das Problem haben, dass sie überhaupt keine Roboterkompetenz in Firma haben, aber trotzdem immer mehr Aufgaben haben, die automatisierbar sind. Und darüber hinaus hat die Automatisierungsindustrie, zumindest was die Software von Entwicklung angeht, in den letzten 20 Jahren einfach geschlafen. Und es fühlt sich gerade richtig gut an, mit dem, was wir machen, sozusagen diesen ganzen Bereich ein Stück weit aufzumischen. Und wirklich langfristig gesehen hoffen wir eigentlich, dass das, was wir in unserer Firma machen und die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, dann in ganz anderen Themenfelder wie halt der Roboter zu Hause eingesetzt werden kann. Also darauf arbeiten wir dann auch mal konsequent hin. Und da habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, als Endanwender den zu programmieren. Ich muss es ihm wirklich zeigen können oder vormachen können, was er zu tun hat. Wir werden hier sehr, sehr stark von der Region auch unterstützt, sodass wir alleine schon im nächsten Jahr vermutlich jetzt vom Start von 6 auf schätzungsweise 20 Leute wachsen werden im ersten Jahr und wo das dann hingeht, das werden wir dann sehen. Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum wir hier sind und wir hier bleiben wollen, weil einfach die Vernetzung akademisch sowie auch industriell sehr gut funktioniert. Wir machen was uns unfassbar viel Spaß macht und das wird nachgefragt und das ist ein wahnsinnig hoher Antrieb.